Guten Morgen, man ist wach. Und hey, das hat bis vorhin die ganze Nacht durchgeregnet. Und meine Füße sind immer noch voll nass. Und guck mal, ich habe mich hier hingelegt und Nico direkt hier nebenan. Und Marv Contv, der hat hier mein Zelt benutzt. Der hat sich da reingelegt. Und scheiße, Mann, ich habe ein Akkuproblem. Mein Handy-Akku ist komplett alle. Eine Powerbank ist alle. Und meine zweite Powerbank hat nur noch 18%. Ich brauche dringendstens Sonne, damit ich das aufladen kann. Das heißt, wenn bald keine Sonne kommt, dann bin ich mir am Überlegen, dass wir, wenn wir die nächste Ortschaft erreicht haben, dass wir uns irgendwo in einem Restaurant hinschillen und dort erstmal die Akkus aufladen. Irgendwie so. Weil sonst kann ich diese Vollfettwanderung nicht weiter dokumentieren. Und das wäre voll scheiße. Aber jetzt erstmal wach werden. Ich muss gleich erstmal pinkeln gehen. Und Kaffee machen, Zähne putzen und dann einpacken und dann Wanderung Start kommt von heute. Hier, guck mal, es kommt ein bisschen Sonne auf. Das muss sofort genutzt werden. Hier für. Guck mal, hier vorne ist ein Insekt. Es ist weggesprungen. Und genau, damit eine Powerbank, die bei mir nur noch 1% hat, dass sie ein bisschen aufgeladen wird. Währenddessen wir gleich hier Kaffee und sowas machen. Warte, guck mal. Frühstück gefunden. Hier ist mein Wurfzelt. Und ich werde jetzt mein Wurfzelt zusammenbauen. Ich habe ein Wurfzelt zusammengebaut. Aber bevor wir Kaffee machen, erstmal der erste guten Morgen Bier trinken. Morgen hier. Guten Geprost. Morgen hier. Voll viele Fliegen, ne? Ja, Ja, Fliegen und 20 Stück oder so. Ameisen. Also auf eurem Baum, ihr habt Glück gehabt. Aber der Baum da, der so, wo ich das links eben drüber hatte, da habe ich auch mal eine Ameisenstraße über meinen Regenponcho drüber. Und in dem hier laufen die auch alle hoch. Oh Scheiße, langsam fängt das schon wieder an, so ein bisschen zu regnen. Und also langsam nervt das mit diesen komischen Regen und so weiter. Dieser Regen, der muss verschwinden. Es muss Sonne noch herkommen. Ich will 40 Grad haben. Das ist wichtig. Damit mehr D3-Schepperung runterkommt, auf den Kopf drauf, damit, weiß ich nicht. Damit hier die Hautfarbe rötlich sich entfernt. Da habe ich voll Bock drauf. Also irgendwie nimmt das kein Ende hier mit diesem scheiß Regen. Ja, das hier die ganze Zeit rumnervt und so weiter. Oh, und jetzt kommt auch noch dieser ganze Scheißwind hierher. Ich will auch echt nicht aufhören zu regnen. Echt übel. Ich will gleich Kaffee machen und oh Scheiße, guck mal, meine Kaffeedose. Da ist dieser ganze Regen reingekommen und das hat hier das hier aufgemacht und hier liegt ganz viel Kaffee dran. Das hat meine ganze Kaffeedose hier ruiniert jetzt. Dieser Regen von der letzten Nacht. Aber egal, ich werde jetzt darauf erstmal Kaffee machen. Die dunklen Bakterien, die wachsen rum. Die springen hier rum. Das sieht gut aus. Oh, das ist schwarz.
Das ist Afghaner genug, das hier reinzuspritzen. Ja, da kann ich mich jedes Mal immer wieder wiederholen. Kaffee in der Natur zu saufen ist geil. So, und jetzt? Und jetzt Sachen zusammenpacken. Und dann beginnt die Wanderung für heute. So, die Sachen sind gepackt. Aber bevor Wanderungsstart kommt, muss ich erstmal hier diesen Gummi hier abschneiden. Weil wegen diesem Gummi, der versperrt mein Rad. Das ist scheiße, das ist schrecklich. Und deswegen muss ich diesen hier abschneiden jetzt. Und dann Ballon. So. Ich habe jetzt so ein Stück Gummi abgeschnitten. Jetzt fährt er zu 50% auf Felge. Wir haben jetzt vollständig eingepackt. Und jetzt Wanderungsstart kommt von heute. Guck mal, da ganz hinten, wo diese Tiere langlaufen. Das sind diese Heidschnucken oder wie die heißen. Und das ist das erste Mal in der gesamten Strecke, in der gesamten Tour, das ist für die hier sehen. Cool, oder? Achso, wegen dieser Sackkarre, beziehungsweise Wagen, wo Nico seine Sachen auch reingestopft hat. Marvin, also er, der hat sein Fahrrad dabei mit das Nötigste. Genau. Und deswegen, ja. So wird heute rumgeschoben. Hier, noch 1,5 Kilometer bis Wilseder Berg und noch 5 Kilometer bis Niederhaverbeck. Hier sind ein paar Häuser mit ein paar Verkaufsständen. Vielleicht hole ich mir eine Kleinigkeit jetzt. So ein Snack oder sowas. Ich glaube, das mache ich jetzt. Wir haben Pommes bestellt. Gekauft. Und jetzt bekleckern. Ach Junge, das soll mal platzen hier. Es soll rumspritzen. Ja, so sieht das gut aus. So sieht das richtig fantastisch aus. Richtig professionell. Ja. Das ist geil. Und jetzt Pommes essen. Die Pommes, die schmecken professionell. Voll geil. Also das waren auf jeden Fall sehr, sehr gute Pommes gewesen. Aber ich würde schon sagen, 8,5 würde ich geben von 10. Vielleicht sogar fast 9. Also war richtig gut gewesen. Kann ich sehr gut empfehlen. Diese Pommes da vorne. Aber dieser Döner von, ich glaube, gestern oder so war das. Pommes. Der ist überhaupt nicht zu empfehlen. Der war voll scheiße gewesen. Und diese Pommes auch. Da würde ich sogar noch mehr Punkte abziehen. Aber das hier, das war richtig gut gewesen. Das hat richtig gut geschmeckt.
Buche ist zum Essen da. Guck mal, da ganz hinten. Da ist dieser, wie heißt das Ding? Wasser in Flüssigkeitsform. Das geht nach oben. Und wenn das da oben angekommen ist, da wo das da so grau ist. Genau, wenn das passiert ist, dann fällt das wieder runter. Wir haben diesen Wilseder Berg erreicht. Das ist der höchste Berg von ich glaube Norddeutschland oder so. Ich habe euch den Wilseder Berg gezeigt. Also das ist nicht der höchste Berg von ganz Norddeutschland. Das ist dieser Brocken oder wie das heißt, im Harz. Sondern das ist der größte Berg hier in der Lüneburger Heide. Ich weiß nicht, was stand da drauf. Hier, Wilseder Berg, 169,2 Höhenmeter. Über Nullpunkt. Genau, das ist dieser Wilseder Berg. Und jetzt laufen wir den gesamten Wilseder Berg runter. Ganz viele Heidefläche. Wiese mit Lila dran. Mit Farbe Lila. Guck mal. Alles ist hier nass. Und wegen diesen ganzen scheiß Wolken da oben, lädt mein Solarpanel leider kaum. Ich habe weiterhin Akkuprobleme. Und das nieselt hier den ganzen Tag. Aber ununterbrochen. Das ist voll scheiße. Und jetzt noch ungefähr 11 Kilometer, bis wir dann in Schneeverding angekommen sind. Wenn das hier nicht so nass wäre, dann würde ich hier Nudeln kochen oder sowas. Und es hört überhaupt nicht auf zu nieseln. Und den gesamten Tag sind unsere Füße nass. Meine Füße sind jetzt nass, erst seitdem ich durch die Pfütze gefahren bin. Sehr gut. Ja, bei mir wirklich den ganzen Tag nur nasse Füße. Bei diesem Schmierwetter, wo die ganzen Zertropfen runterfallen auf unsere Köpfe drauf. Ja, das macht echt müde. Mal gucken, wann wir hier in Schneeverding angekommen sind. Ich schätze mal um 21 Uhr. Ja. Jetzt laufen wir durch so einen moosigen Waldweg. Also Waldweg, wo hier dieser grünliche Moos dran hier rumliegt. Sieht auf jeden Fall schon ganz hübsch aus. Dieser Platz hier. Hier ist überall Matschlandschaft. Also so ein richtiger matschiger Weg hier. Das ist voll scheiße, mit diesen Wagen hier rüber zu schieben. Hier diesen Matschweg. Ein matschiger Weg mit Schwierigkeit. Wir laufen immer noch nach Richtung Schneeverding. Prüfen wir, wie weit noch? 5,5 bis zum Bahnhof. Ja, 5,5 Kilometer bis Bahnhof. Man läuft jetzt schon wieder ranzig durch die Heide durch. Da, wo diese ganzen lila, Farbe lila auf dem Boden so wächst. Aber wir sind bald ins Schneeverding angekommen. Und guck mal, da ganz hinten, da schwimmt ein See rum. Und welcher See? Wie heißt der? Silvestersee. Hier, Silvestersee.
ist ja immer noch ein Schläferding angekommen. Es nieselt den gesamten Tag ununterbrochen. Aber wirklich die ganze Zeit. Es kam kein Stück Sonne raus, außer ganz kurz heute Morgen. Und ich habe über diesen gesamten Tag mein Solarpanel aufgemacht. Und das hat über den gesamten Tag verteilt nur 5% geladen. Und weil meine ganzen Lampen leer sind, habe ich meine Kurzlampe letztendlich angestöpselt an meiner Powerbank, damit wir hoffentlich später so ein bisschen Licht haben, um jetzt den Wildcamp-Zeltplatz suchen zu gehen. Dieser ganze Tag Nieselregen, der strengt echt an. Da ist alles nass und so weiter. Ja. Bald sind wir ein Schneeverding. Vielleicht noch eine halbe Stunde laufen oder so. Das ist der Bedarf. Wir sind in Schneeverding angekommen und vielleicht noch 1 Kilometer, bis wir beim Bahnhof Schneeverding angekommen sind. Zugpferd! Hier, Zugpferd! Der ist rumgefahren. Der ist richtig rumgefahren. Boah, das war gerade richtig knapp gewesen, weil guck mal, hier vorne ist dieser Edeka. Und ich bin da ganz flüchtig reingerannt, weil ich hatte nur noch eine einzige Minute Zeit gehabt, um dort einzukaufen. Und genau in der letzten Minute bin ich doch irgendwie noch reingekommen. Und guck mal, ich habe hier ganz flüchtig das hier eingekauft. 3 Träger Bier. 4 so eine Flaschen Wasser, weil an Wasser mangelt es mittlerweile bei mir. Brennspiritus, weil ich habe kaum noch welches. An Kinder Bueno für jetzt, habe ich irgendwie Bock drauf. Ein bisschen Zucker. Warte, hier eine Taschenlampe mit Batterien drin. Weil, also die habe ich jetzt als Notfall gekauft. Weil meine ganzen Akkus sind ja komplett leer und genauso wie meine Kopflampe und so weiter. Oder beziehungsweise meine Kopflampe lädt gerade. Aber weil meine Powerbank nur 5% geladen hat vom Solarpanel aus. Könnte Schwierigkeiten machen, hier Licht zu bekommen. Und deswegen, aus Notfall, habe ich die hier geholt. So. Und darauf erstmal ein Bier trinken. Und dann auch noch bei diesem Siffwetter die ganze Zeit auch noch. Gut, dass ich da nochmal reingesprintet bin. Ich wollte sagen, wir sind mal eben bei Penny hier vorne, der ist 200 Meter weiter, ne? Ja. Das will da schon mal hinlaufen, ne? Ich habe gerade Nico getroffen und der hat gesagt, dass hier ein Pennymarkt 200 Meter weiter entfernt ist. Der sollte offen sein. Das heißt, ich bin umsonst her zu Edeka hingerannt. Ich habe die ganzen Sachen eingepackt und jetzt zu Penny hinlaufen und die anderen treffen. Start kommt. Ich bin hier bei Penny angekommen und ich habe die anderen wieder getroffen. Und hier, guck mal. Moin moin, ich bin's, euer Flatti. Er ist wieder angekommen. Richtig geil. Das gefällt uns. Jo. Guck mal, hier, das ist ein voller Müllsack. Das ist wunderschön. Und dieser voller Müllsack, ich bekomme den irgendwie nicht entsorgt, weil ich hier die ganze Zeit keine Mülleimer finde. Also weder hier auf diesem komischen Pennyparkplatz, hier ist keine Mülltonne, und hier auf den Edeka-Parkplatz, da war zwar eine Mülltonne gewesen, aber weil ich hingemacht habe, weil die dann gleich schließen wollten, habe ich schnell eingekauft und wo ich mit Einkauf fertig war und den Müll wegschmeißen wollte, dann haben sie diese Mülltonne, also diesen Mülleimer, den haben sie reingebracht, sodass ich den nicht mehr wegschmeißen konnte. Und jetzt renne ich die ganze Zeit mit diesem nervigen Müllsack hier rum, der voll überfüllt ist. Aber wir laufen jetzt gleich zur Richtung Bahnhof und dort gibt es bestimmt Mülleimer oder sowas. Zum Wegschmeißen. Ja. Schaut euch mal diesen wunderschönen Flatti an.
Das ist der wunderschöne Flatti. Der wunderschöne Flatti, der euch gleich wieder verlassen wird am Bahnhof. Ah, schade. Und da wird der Müll dich auch verlassen. Ja. Ja. Der Müll, der muss auch wegkommen. Aber ich muss gar scheißen gehen, glaube ich. Das kannst du auch am Bahnhof machen, direkt aufs Gleis. So, hier. Ich habe jetzt zwei Powerbanks und diese eine leere, die werde ich Flatti überreichen. Danke. Hierfür. Und zwar Flatti kommt übermorgen vorbei. Genau. Wenn wir bei Soltau angekommen sind. Und Flatti lädt sowohl meine Powerbank bei sich auf, als auch die Powerbank von Nico. Ja. Und genau, und mit voller Powerbank kommt Flatti dann in Soltau an. Genau. Übermorgen. Besten Dank. Nicht dafür. Wir sind gestartet. Wir laufen jetzt zum Richtung zum Bahnhof. Weil Flattis Zug, der fährt irgendwann. Hier, guck mal. Dieser Müllsack, weil ich den nirgendwo weggeschmissen bekomme. Ich muss mal Licht anmachen. Hier, dieser Müllsack, weil der so fett ist, dass ich den nicht nirgendwo weggeschmissen bekomme, weil hier nirgendwo ein Mülleimer ist. Der ist so fett, dass jetzt gerade eine Bierflasche hier runtergefallen ist. Den muss ich wieder hier reinstopfen. So. Wir sind jetzt hier im Bahnhof angekommen und darauf, dass wir jetzt hier im Bahnhof angekommen sind, hier kann ich endlich mal Müll wegschmeißen. Diesen schweren, naja gut, so schwer ist er jetzt auch nicht. Ah, scheiße, dieser Mülleimer hier ist voll. Das nervt mich sowas von. Das ist richtig idiotisch. Muss ich einen anderen Mülleimer finden. Hier bei diesem Busbahnhof. Hier, ich hab ein Loch gefunden. Jetzt kann ich endlich diesen ganzen Müll hier reinstopfen. Aber das ist viel zu klein dafür. Das heißt, ich muss hier meine dreckige Hand nehmen. Und das hier reinmachen. Einzeln. Ich habe jetzt diesen ganzen Müll hier reingeschmissen. Ich habe es wirklich gemacht. Richtig geil. Und hier, guck mal. Ich muss, glaube ich, so ein bisschen scheißen gehen. Deswegen bin ich auf der Suche nach einer Bahnhofstoilette. Prüfen, ob ich die finden tue hier. Aber ich sag mal kurz die anderen Bescheid. Hier, ich muss erstmal die Toilette voll scheißen gehen, falls hier eine existiert. Das werde ich jetzt machen. Ich frage mich, ob hier eine Toilette existiert. Oh, scheiße. Diese Toilette ist geschlossen. Die hat nur von 6 bis 20 Uhr offen. Und scheiße. Geht nicht auf. Ich kann die Bahnhofstoilette nicht voll machen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Das ist richtig Anus. Hast du Anus gemacht? Die Toilette, also dieser WC oder Klo, das macht erst um 6 Uhr morgens auf. Ja, dann müssen wir noch lange warten. Das heißt, ich hatte ganz hinten irgendwo ein Casino gefunden. Ich glaube, ich werde gleich vielleicht diese Casino-Toilette zuscheißen. Hier vorne ist Kneipe. Ja, oder diese Kneipentoilette. Eins da von beiden. Kannst du auch noch ein Bier trinken. Hier vorne ist Kneipe und die werde ich jetzt zuscheißen gehen. Das werde ich jetzt machen.
Ich bin vom Scheißen zurückgekommen. Ist ja widerlich. Ich hab's geschafft. Ich gar nicht. Wirklich. Scheißen Sie etwa? Ja. Ich hab's gemacht. Und jetzt? Und jetzt warten wir noch weiterhin bis geprost. bis Flatti seinen Bus kommt. Schienenersatzverkehr sollte das, glaube ich, sein. Genau, weil der letzte Zug Richtung Buchholz ausfällt. So, Flatti ist schon längst losgefahren mit dem Bus. Und jetzt laufen wir weiter bis zum nächsten Wildcamp-Zeltplatz. Damit wir dort dann... Zur Schutzhütte. Oder Schutzhütte, genau. Genau, wir wollen zur Schutzhütte. Wir laufen bis zur nächsten Schutzhütte. Ja. Marvin, also dieser große Mann neben mir, der hat so eine Map, wo Schutzhütten abgebildet sind. Und genau. der hat da was gefunden. Genau, das ist vielleicht ganz interessant. Ich habe ein Video dazu gemacht, das habe ich noch gar nicht veröffentlicht. Wirklich zu dieser Karte. Das ist eine Karte über alle Schutzhütten oder ganz viele Schutzhütten in Deutschland, wo ich ein paar ablaufe, und da kann man interaktiv halt auch selber Schutzhütten hinzufügen oder Informationen zu Schutzhütten hinzufügen. Da würde ich das Video, glaube ich, nochmal demnächst fertig machen und auch hochladen. Ist vielleicht ganz interessant. Wir waren jetzt gerade an dieser Schutzhütte, und diese Schutzhütte, die war komplett besetzt gewesen. Da waren ganz viele Fahrräder und so weiter und Menschen, die darunter geschlafen haben. Das heißt, wir machen uns jetzt auf den Weg zu einer anderen Schutzhütte und zu prüfen, ob da Platz ist. Ja, ich hoffe. Dass man da rumpennen kann. Richtig. Und jetzt fängt das schon wieder an zu regnen. Oh. Den ganzen Tag schon, ey. Miese, miese, miese. Ja. So langsam habe ich Bock auf Trockenheit. Wir sind jetzt gerade die ganze Zeit am Rumzug gelaufen. Auf der Suche nach einer anderen Schutzhütte, die Marvin über die Landkarte gefunden hat. Die sollte nur wenige Minuten von der anderen Schutzhütte entfernt sein. Prüfen, ob die gleich frei wird oder so. Und wie da drin pennen können. Und wie groß die ist, da bin ich sehr gespannt drauf. Wir haben eine Schutzhütte gefunden. Das klingt sehr gut. Die Schutzhütte ist auch schön groß, glaube ich. Auf jeden Fall. Für uns alle Platz. Ja. Hier in dieser Schutzhütte, da werden wir ja drin pennen. Das werden wir heute wirklich machen. So, ich werde euch zeigen, wo wir pennen. Und zwar hier auf dieser Bank. Da wird Marvcon TV pennen. Der bläst gerade ein bisschen rum. Mit diesem hier. Und ich penne genau hier auf dieser Bank. Und it's Nico, weil er sich zu groß fühlt, um hier auf dieser Bank zu pennen, pennt er hier unten. Genau, hier auf diesem Fußboden. Da pennt er rum. Und ich werde jetzt erstmal gleich hier Spaghetti Bolognese kochen. Also diese Nudelsoße hier. Das ist Bolognese-Soße. Fertige Bolognese-Soße. Genau, das werde ich jetzt machen. Marvin macht was ähnliches wie ich. Frischteig-Tagliatelle mit Bolognese-Soße. Bolognese-Soße. Hackte Fleische und so weiter. Sehr ähnlich wie meins. Zu gekochen. So, meine Spaghetti Bolognese sind fertig.
Schmeckt geil. Also fehlt ein bisschen Salz und vielleicht könnte das vielleicht eine Minute weiter drin gewesen sein. Das wäre dann noch besser. Aber schon echt geil. Da fällen wir dann genauso wie was da oben. Hier, ganz viel Regen kommt. Wir haben doch nicht mal 3 Kilometer geschafft. Das fängt gut an. Und Sonnenbrand ist bei mir auch gekommen, das ist voll cool. Und das sticht schön, wenn ich unter der Sonne bin.